Meine Lieben, heute gibt es ja was zu essen. Und zwar mache ich gefüllte Paprika, nee Quatsch, Auberginenbrote. Das sind meine Auberginen und die habe ich hier mit einem Löffel ausgehöhlt. Die werden jetzt ganz schnell braun, deswegen muss ich schnell befüllen. Das ist einfach meine Hackfleischpfanne mit einer Zwiebel, zwei Knoblauchzehen und einer Paprika und ganz, ganz viel Petersilie und das haue ich mir jetzt hier komplett drauf. Ich habe jetzt einfach mal heute das hier ausprobiert. Es ist hier von Barilla Ricotta und ja, ich habe es abgeschmeckt und es schmeckt schon mal sehr, sehr gut. Das wird jetzt hier komplett befüllt und dann kommt das bei 200 Grad in den Ofen. Ja, und da sind sie, meine wunderschönen Auberginenbrote. Das Schöne ist, ich werde dazu jetzt keinen Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln, keine Kohlenhydrate machen. Das ist ein ganz tolles und sehr gesundes Low-Carb-Abendessen. Man wird komplett satt. Es ist total herzhaft und schmackhaft. Und ich könnte es so würzen, wie ihr Bock habt, mit Oregano, mit Majoran, mit Chili, Pfeffer, Salz, whatever. Und ja, es ist eine tolle Gelegenheit für nach dem Sport oder wenn man abends einfach gerne auf Kohlenhydrate verzichten möchte, aber trotzdem richtig pappensatt werden möchte. Und das Schöne ist an den Auberginen, die sind ganz, ganz reich an Kalium und Kalium ist super gut fürs Herz. Also einen schönen Abend euch allen. Tschüss!